Die Stadtbahn Nord geht auf die Zielgerade. Zug um Zug nähert sie sich der Streckeneröffnung am 14. Dezember. Sogar die ersten Testfahrten auf der neuen Strecke zwischen Heilbronn und Neckarsulm Bahnhof sind schon gelaufen. Die Testfahrten haben die Erwartung bestätigt, dass es keine nennenswerten Probleme gegeben hat. Die Planung war soweit gut. Und wir werden jetzt die Geschwindigkeiten der Testfahrten weiter steigern und dann nach und nach in die Betriebsphase gehen. Auch die ersten neuen Fahrzeuge sind mittlerweile in Heilbronn eingetroffen. Das, was für den Fahrgast als erstes ersichtlich ist, das ist die andere Umgestaltung des Innenraumes. Das heißt, die Farben sind ein bisschen heller und auch diese roten Polster. Was noch vielleicht offensichtlich ist, sind diese Abstellplätze, sind mehr für Fahrräder, Mobilitätseingeschränkte und Rollstühle, die mehr ausgebildet sind. Und im Sommer werdet ihr auf jeden Fall merken, dass mittlerweile alle drei Wagenteile klimatisiert sind. Und das Letzte ist diese Fahrgastinformation an den Übergängen, wo die Haltestellen nicht nur die aktuelle, sondern auch die nächsten drei und die zwei davor angezeigt werden. Und in der zweiten Hälfte des Bildschirms aktuelle Informationen über Änderungen oder Störungen. Zurzeit werden die Fahrer geschult, damit sie zum Betriebsbeginn mit den neuen Fahrzeugen und der neuen rund 6 Kilometer langen Strecke vertraut sind. Parallel laufen zahlreiche weitere Vorbereitungen und Restarbeiten. Wir müssen die Bahnsteige fertigstellen, die Fahrleitung nochmal regulieren, um dann mit der endgültigen Geschwindigkeit fahren zu können und an sich die Baustelle abschließen. Gefeiert wird die Einweihung der neuen Stadtbahnlinie mit der Nummer S42 am Samstag, dem 14. Dezember. Zwischen Heilbronn und Neckarsulm wird es dann einen kostenlosen Pendelverkehr geben und viele Aktionen entlang der neuen Strecke. Mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember startet dann der offizielle Betrieb. Anschließend heißt es nur noch Daumen drücken, damit die neuen Stadtbahnwagen auch bald das DB-Schienennetz nutzen dürfen und die Fahrt bis Moosbach-Neckar-Elz weitergehen kann.